vorletztes Mal war ich an einer Stelle ein bisschen hängen geblieben und will das jetzt nachreichen. Wollte ich eigentlich schon letztes Mal, habe ich aber da nicht zeitlich hinbekommen. Worum geht es hier nochmal? Wir hatten ein vereinheitlichendes Rahmenwerk für, was war das Thema? Für Verallgemeinerungen im Scheduling von Reihenfolgebeziehung. Ja, die grundlegende Reihenfolgebeziehung ist, wir haben zwei Jobs und der eine Job darf erst dann starten, wenn der andere Job beendet ist, vorher nicht. Und dann haben wir gesehen, dass es da durchaus Verallgemeinerungsbedarf gibt, zum Beispiel, so wie hier in dieser ersten Variante, dass wir eine Elapsed Time haben, eine Verzögerungszeit, dass der zweite Job nicht schon dann starten darf, wenn der erste Job fertig ist, sondern der zweite Job dazwischen muss noch eine gewisse Mindestzeit, diese Elapsed Time eben, sein. Wir hatten so Beispiele wie etwa, wenn wir irgendetwas malern oder färben wollen und dann wollen wir hinterher noch was mit diesem Stück machen, dann müssen wir natürlich warten, bis die Farbe getrocknet ist. Das wäre dann die Zeit, die hier einzuhalten ist, als Mindestzeit zwischen den beiden. Und wir hatten als vereinheitlichen Rahmen dann eingeführt und haben gesehen, dass das eine sehr gut praktikable Möglichkeit ist. Darauf will ich nicht nochmal jetzt wieder eingehen. Nur nochmal zur Erinnerung, was war die Semantik? Delta IK heißt, wir haben jetzt eine Matrix mit von Job, Kreuz, Job. Delta IK heißt, mindestens dieser Wert, der hier in diesem Matrix-Eintrag steht, um mindestens den sollen die Startzeiten der beiden Jobs differieren. Das heißt also, der Job K darf erst um so viele Einheiten, wie hier drin steht, nach der Startzeit von diesem Job I sein. Das ist eine Konvention, dass man die Startzeiten hernimmt. Man hätte natürlich genauso gut wie bei den gewöhnlichen Reihenfolgebeziehungen einfach Endzeit mit Startzeit vermixen können. Solange die Jobdauern deterministisch sind, ist das eh alles leicht umzurechnen durch Plusdauer des ersten Jobs oder Minusdauer des ersten Jobs von der einen in die andere Richtung. Alles kein Thema. Man hat sich dafür entschieden, die beiden Startzeiten miteinander in Beziehung zu setzen, sodass dann dieses erste Szenario mit Verzögerung warten, dass irgendwas getrocknet ist oder was auch immer, sich einfach so darstellen lässt. Hier an dieser Stelle in der zweiten Variation war ich ein bisschen gehangen und will das jetzt, wie gesagt, nachholen. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass der Abstand zwischen den beiden Startzeiten mindestens so und so viel beträgt, so wie hier vorher, sondern wir wollen sagen, dass er höchstens so und so viel beträgt, der Abstand zwischen den beiden Startzeiten. Das passt natürlich zunächst mal nicht in das Schema hinein, denn die Semantik der Delta-Werte ist eben ein mindestens. Und Sie sehen, man muss ein bisschen herumhantieren, um da ein höchstens reinzukriegen. Das hier sind zwei Spiegelstriche, keine Minusse, hatte ich seinerzeit schon gesagt. Jetzt nochmal zur Erinnerung. Wir brauchen zwei Bedingungen. Die eine Bedingung sagt wieder, dass der zweite Job, es handelt sich weiterhin um eine Reihenfolgebeziehung wie bisher, dass der zweite Job erst starten darf, wenn der erste Job zu Ende ist. Das heißt also, die Dauer des ersten Jobs, das ist die Mindestdifferenz zwischen den beiden Startzeiten. Und hier ist jetzt der etwas kritische Punkt. Da hatte ich versucht, spontan das zu rekonstruieren, was ich im Jahr davor mir ausgedacht hatte. Das hat nicht richtig geklappt. Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass man da jetzt auch keine großen Verrenkungen machen müsste, dass man das einfach durch ein paar, mal gucken, kriege ich das auf eine zusammen? Ne, kriege ich nicht auf eine Seite. Ist ja auch egal. Vielleicht kann ich das ein bisschen kleiner, wo ist Zoom? Da. Bisschen kleiner hinkriegen. So groß brauchen wir es gar nicht jetzt zu sehen, wie ich die Schriftgröße gewählt hatte. Das reicht, oder? An Schriftgröße. So.
Also, wir wollen, dass der Abstand der beiden Startzeiten, T hatten wir die immer genannt für Zeit, Englisch T, von der Startzeit I bis zur Startzeit von K, dass die höchstens diesen Wert umfasst. Also andersrum gesagt, dass die Differenz zwischen dem Endzeitpunkt von I, also TI plus DI, und dem Startzeitpunkt von K höchstens dieser Wert ist. Das ist die Semantik von diesen LIK-Werten. Wie Beispiel hier war der erste Job I, der erhitzt das Werkstück und der zweite Job muss das Werkstück in erhitztem Zustand bearbeiten. Da gibt es natürlich eine Maximalzeit, die zwischen dem ersten Job und dem zweiten Job vergehen darf, bevor das Werkstück wieder zu kalt geworden ist, um den zweiten Job darauf auszuführen. So, das ist das, was wir sagen wollen, was wir aber nicht unbedingt direkt als Delta ausdrücken können, aber wir können das sehr schnell als Delta ausdrücken, indem wir das schlicht und einfach mal mit minus 1 multiplizieren. Dann haben wir hier auf der Seite natürlich dann die entsprechend umgedrehte Differenz. Hier haben wir ein Minus draufgesetzt und wenn Sie mit minus 1 multiplizieren, wissen Sie, dass Ungleichungen sich umdrehen und dann haben Sie die Semantik, die Sie haben wollen. Diese Differenz von k nach i jetzt, eben von k nach i, diese Differenz muss mindestens diesem Wert entsprechen. Und wir haben hier eine Situation wie im einfachen Scheduling. Auch hier, also wie wir das schon vorher gesehen hatten, als wir das normale, einfache Scheduling mit normalen Reihenfolgebeziehungen schon als längstes Wegeproblem dargestellt haben, so haben wir auch hier die Situation, dass sich das gut handhaben lässt als längstes Wegeproblem, jetzt in der Form Bellman, Ford, Floyd, Warshall, All Pairs, Shortest Path. Will ich nicht nochmal darauf eingehen, das hatten wir beim vorletzten Mal, als es um dieses Thema geht, betrachtet. So, dann habe ich hoffentlich diese Scharte ausgewetzt. Dann muss ich noch, nachdem ich das hochgeladen haben werde, Futur 2, nicht? Sie wissen auch, es gibt neuerdings ein Futur 3. Für Sachen wie den Berliner Flughafen, die wohl nie in die abgeschlossene Form kommen werden. Allerdings, das, was da vorgeschlagen wurde als grammatikalische Struktur, hat mich nicht richtig überzeugt und ich habe es dementsprechend auch schon wieder vergessen, war zu kompliziert. Aber ein Futur 3 ist eigentlich gar keine so schlechte Neuerung, wobei ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Beobachtung ist, dass das Futur 2 eher selten verwendet wird. Beziehungsweise selbst das normale Futur, das Futur 1, typischerweise durch Präsensformulierungen Formen ersetzt wird. Oder wie Sie, oder, also Sie, Ihnen sagt Futur 1, 2, 3 natürlich nicht, aber Futur 1 und 2 noch hoffentlich was. Okay, gut, hat sich dann in der Schule gegenüber meiner Zeit nicht so sehr geändert. Gut, das wäre dann das. Jetzt mache ich mal den Vollbild, um es auf bequeme Art und Weise ein bisschen kleiner zu kriegen. Und dann gucken wir mal. Das ist keine gute Idee, weil jetzt das Scrollen langsam dauert. Also Prolog hatten wir schon. Eigentlich wäre es nicht schlecht gewesen, zweimal die Vorschau aufzumachen. Einmal dort, wo wir eben waren und einmal dort, wo wir jetzt hingehen, aber gut, merke ich mir fürs nächste Mal. Das hatten wir alle schon gesehen, 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 gesehen. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen. Eclipse. Wir werden heute dann nicht mehr die ganze Vorlesung, den ganzen Vorlesungstermin brauchen, um das hier noch zu machen. Und dann werde ich einfach jenseits von von den Vorlesungsinhalten noch ein bisschen was zum Thema Prüfung oder so allgemein sagen. Ich nehme an, das ist in Ihrem Interesse, in Ihrem Sinne. Gut. Ich nehme an, auch im Sinne der Zuhörer, die jetzt hier verhindert sind, präsent zu sein.
So, jetzt können wir wieder in den Vollbild einsetzen. Also, wie schon gesagt, Eclipse ist ein gerne genutztes Wort, gerade auch in der Informatik ein gerne genutztes Wort, hat nichts beispielsweise mit der IDE, mit der Entwicklungsumgebung Eclipse zu tun, die Sie aus der Programmierung mit Java etwa kennen, sondern es ist eine Erweiterung von Prolog, die die Zielsetzung hat. Dieselbe Zielsetzung hat im Grunde wie OPL. OPL ist Standalone, ist keine Erweiterung von irgendwas anderem. Das hier ist eine Erweiterung von Prolog. Wenn Sie so wollen, sowas ähnliches, dafür werden mich die Leute bestimmt wieder schlagen, aber sowas ähnliches wie wenn Sie in C oder in Word mit Makro oder dann irgendwelche Erweiterungen schreiben. Ja. Bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Vergleich ist, aber ich denke, es ist ein illustrativer Vergleich. So, das hat natürlich den Vorteil prinzipiell, dass man immer auch einen entsprechenden Interpreter schon zur Hand hat, nämlich den Prolog-Interpreter. Man kann sich bei allem, was man da bastelt, immer entscheiden, ist das zeitkritisch, dann ist es vielleicht besser, das irgendwie direkt die Prädikate, die man da hat, direkt zu implementieren in C oder etwas Ähnliches und dann das Ganze in Prolog einzubinden und den Prolog-Interpreter zugänglich zu machen. Oder können wir uns das leisten, dass das dem Prolog-Interpreter überlassen wird und wir müssen das nicht nochmal in einer anderen Sprache implementieren? Hat so seine Vorteile, das so anzugehen. So, wir gucken uns ausgewählte, selected, ausgewählte Features der Sprache an, Merkmale der Sprache, die man nicht im Prolog findet. Einiges dazu davon hat mit algorithmischer Modellierung zu tun, anderes geht weit darüber hinaus. Also Tailor to, das ist genau dieselbe Formulierung wie im Deutschen, zugeschnitten auf, zurechtgeschnitten auf, Tailor, Englisch der Schneider, to tailor, sowas wie zurechtschneiden. Und ich muss gestehen, ich weiß, bin nicht auf dem neuesten Stand, wie eigentlich Prolog sich weiterentwickelt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt noch mit Prolog intensiv arbeiten und die Entwicklung vorantreiben. Hier geht es ja nur darum, sozusagen das Bewusstsein zu erweitern. Algorithmische Modellierung ist nicht identisch mit OPL, sondern zu zeigen, das kann auch ganz anders aussehen. Deshalb ist es für uns hier nicht relevant, wie Prolog eigentlich heutzutage wirklich aussieht. Wir programmieren hier nichts mit, nein, halt, wir spezifizieren hier nichts mit Prolog, sondern sehen uns das nur so oberflächlich an. Oberflächlich jetzt im Laufe dieser Veranstaltung noch. So. Eine erste Sache, die von allgemeinem Interesse ist, sind natürlich irgendwelche diversen, jetzt hätte ich beinahe gesagt Methoden, weil ich heute Morgen die letzte Vorlesung in GDI 2 ha hatte, die ja jetzt AUD, Algorithmen und Datenstrukturen heißt. Nein, das sind natürlich Prädikate. Hatten wir schon beim letzten Mal gesehen, wie man das im Prolog implementieren kann, ist hier schon vorhanden. Also eine Liste. Irgendetwas, also das Prädikat ergibt false, wenn der zweite Parameter sich nicht irgendwie als List interpretieren lässt. Wobei ich mir nicht sicher bin, lässt sich alles im Prolog als Liste implementieren, zumindest dann als einelementige Liste. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich bin kein eingefleischter Prolog-Mensch. Kann sein, also das, was ich eben gesagt habe, gar nicht eintritt. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass True wird zurückgeliefert, genau dann, wenn der erste Parameter wenn in einer Liste in dem ist, was hier als Liste zu interpretieren ist. Länge, ja, das ist eine Liste und eine Zahl. Das kann man ja auch wieder so wie wir das vorher gesehen haben oder so wie wir es hier mit Append auch sehen, das kann man ja wieder umdrehen. Theoretisch, praktisch ist das natürlich nicht so richtig. Was ist das hier für ein Lärm?
Moment. Komme ich da rein? Nee, ich komme auch nicht rein. Ich kann den Lärm da momentan nicht abstellen. So, theoretisch könnte man das auch, statt hier eine Liste einzugeben und hier eine konkrete, also statt hier eine konkrete Liste einzugeben und hier eine Variable und dann damit die in dieser Variablen zurückzubekommen, die Länge dieser Liste, könnte man es theoretisch natürlich anders machen. Man gibt hier eine konkrete Zahl ein, zum Beispiel 10, und das hier ist eine Variable, dann müsste theoretisch der Prolog-Interpreter sämtliche Listen dieser Welt mit der Länge 10 ausgeben, ist natürlich illusorisch. Ich weiß nicht, ob der Prolog-Interpreter das dann wirklich überhaupt mal versuchen wird oder ob er von vornherein sagt, das ist Unfug. Hängt vielleicht auch vom Interpreter und von den Einstellungen ab. Sortieren hier dasselbe. Der Normalfall ist, man gibt als erstes eine irgendwie Liste, unsortierte Liste rein, kann natürlich ausnahmsweise auch mal sortiert sein. Und hier gibt man eine Variable ein und dann wird einem die sortierte Liste zurückgegeben. Also die sortierte Permutation dieser Liste. Dahinter steckt natürlich jetzt keine weitere Abarbeitung durch den Interpreter. Will ich nicht ausschließen, aber wenn man es sinnvoll machen will, steckt dahinter natürlich eine Routine, die in irgendeiner anderen, schnelleren, wahrscheinlich kompilierten Programmiersprache dann geschrieben ist. Auch hier könnte man sich den Spaß machen, man könnte hier eine sortierte Liste reinsetzen. Ich würde ja gerne hier ein paar Beispiele geben, aber ich habe momentan ein Problem mit meinem Digi-Memo. Aber ich glaube, ich kann die Sachen auch so jetzt erklären. Also hier könnte man eine sortierte Liste reingeben und dann würde der Prolog-Interpreter oder die Routine, die dahinter steht, in einer anderen Programmiersprache möglicherweise, die hätte dann die Aufgabe hier nach Prolog-Logik sämtliche Permutationen durchzugehen. Append hatten wir schon. Ich glaube, diese merkwürdigen Situationen hatten wir ja auch schon. Die hatte ich dann schon mal beispielhaft durchgekaut. Können wir ganz kurz nochmal schauen. Append hat die Semantik. Das Prädikat ergibt true, wenn diese Liste identisch ist mit diese Liste konkateniert mit dieser Liste. Und das können Sie natürlich auf die eigentlich gedachte Art und Weise aufrufen, indem die dritte Liste die Konkatenation einer Variable ist und dann kriegen Sie die Konkatenation. Natürlich nicht in der Regel nicht unbedingt hier von der Kommandozeile als Query, sondern das wäre eben irgendwo ein Auswertungsschritt in der gesamten Wissensbasis, in der Auswertung der Wissensbasis irgendein Zwischenschritt, wo Sie irgendwelche Listen bei Append bekommen und dann die Konkatenation bekommen. Aber Sie bekommen auch das hier, ja, dass das erste Argument die Variable ist. Sie bekommen auch das hier, dass das zweite Argument die Variable ist. Und auch wenn es nicht passt, können Sie es natürlich auch eingeben. Hier passt natürlich die beiden Konstantenlisten passen natürlich überhaupt nicht auf die Logik von Append. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit, D so zu instanziieren, dass Append wahr wird und dann bekommen Sie dementsprechend wieder No raus. Wie immer, hier habe ich mir die Freiheit erlaubt, das No nicht noch dazu zu fügen. Oh, habe ich wahrscheinlich nur vergessen. Und dasselbe auch natürlich hier mit dem zweiten Parameter. Das kann man sich schon mal vielleicht vorstellen, dass hier tatsächlich mal Append in der Auswertung, als Zwischenschritt in der Wissensbasis dann mal so verwendet wird, um beispielsweise hier irgendwie, wenn man weiß, dass hier ist ein Präfix von dem, dass man dann den entsprechenden Rest herausfaktorisieren will. Man könnte natürlich noch einen Schritt weitergehen und könnte beispielsweise auch
zwei Argumente, zwei Parameter zu Variablen machen, dann gibt es natürlich auch wieder eine potenziell unendlich große Ausgabemenge. Na gut, nee, in dem Fall nicht. Wenn das die beiden Parameter sind, aber wenn Sie sich vorstellen, weil wenn das die beiden Parameter sind, dann gibt es natürlich nur die Paare von Listen, die konkateniert 1 bis 6 ergeben. Das sind ja überschaubar viele. Aber wenn beispielsweise die beiden die Parameter sind und das hier nur die Konstante ist, 2, 3, 4, dann haben Sie natürlich eine potenziell unendlich große Ausgabemenge. Prolog und Eclipse auch damit sind deklarativ wie OPL. Sie geben also an, was passieren soll. Sie geben nicht an, wie. Das wären imperative Sprachen, so wie C, C++, Java. Natürlich wird man nicht aus der Logik herauskommen wollen und können, dass beispielsweise Sort, dieses Prädikat Sort, doch, dass da die beiden Parameter, die zwar in Prolog und Eclipse gleichberechtigt sind, dass die doch unterschiedliche Logik haben. Das eine ist Input, das andere ist Output. Aber gut, dahinter und deshalb steht dahinter natürlich dann irgendwas wie ein ganz normaler Sortieralgorithmus. Nochmal zur Erinnerung, hatte ich schon mal gesagt, ordinary im Englischen hat nicht die negativen Konnotationen wie ordinär im Deutschen, sondern heißt einfach nur normal. Ordinary car habe ich als Beispiel genommen für alles, was nicht LKW oder sonst was ist. Wenn Sie ordinär in die Richtung was ausdrücken wollen, dann nehmen Sie im Englischen eher mean, M-E-A-N. So, genau. Eigentlich ist in der Prolog-Logik kriegen wir immer nur ein Ja oder Nein raus. Ja mit der Bedeutung konnte aus der Wissensbasis abgeleitet werden. Nein mit der Bedeutung konnte nicht aus der Wissensbasis abgeleitet werden. Und dass wir da nebenher sortieren, das ist wirklich ein Abfallprodukt, wenn man das so will. Ich weiß nicht, ob man Abfallprodukt 1:1 in Englisch übersetzen kann, aber Byproduct, Nebenprodukt, trifft es ja auch. Wobei man natürlich, also Sort liefert, wenn das erste Argument eine Liste ist, dann liefert Sort natürlich True als Ergebnis und als Nebenprodukt, als Abfallprodukt, wenn man so will, ist das, was einen normal interessiert, die sortierte Permutation. Und bei Prädikat Append haben wir das Ganze ja schon gesehen und brauchen wir diesen Punkt, glaube ich, nicht weiter zu diskutieren, wie es mit Prädikat Append ansieht. Als gutes illustratives Beispiel, was eigentlich die Logik ist bei Prolog, und genau das haben Sie ja hier mit diesen paar Beispielen gesehen. So, Sie haben noch ein bisschen mehr Komfort gegenüber Prolog, dass Sie Structs angeben können. Das sieht dann so aus mit Struct. Und Sie sehen hier etwas, was meines Wissens in Prolog gar nicht vorkommt. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Sie haben eine Ableitungsregel, wo links gar nichts steht, wo nur rechts was steht, und das hat man eingeführt als Logik, um Dinge zu tun, die man in jeder gängigen imperativen Sprache natürlich problemlos tun kann, wo man aber erst bei so etwas wie Prolog schauen muss, wie man das eigentlich hineinbringen kann. So, hier sehen Sie ein Struct. Sie kennen Struct aus der Sprache C und C++. Das ist nichts, oder im Pascal-artigen Sprachen heißt es Record, nichts anderes als eine Zusammenfassung von einzelnen Attributen, von einzelnen Elementen, die im Gegensatz zum Array nicht
gleichen Typ haben und indiziert sind, sondern wie Attribute einer Klasse, bloß hier ohne Public, Private und so weiter. Also Public ist das Ganze dann. Und ein Buch hat Titel, Autor und Jahr. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, es gibt ein Buch, das hat diesen Namen und diesen Autor und dieses Erscheinungsjahr. Und entsprechend anders, dieses Beispiel und dieses Beispiel, also so grundlegende, wie soll ich sagen, ja, dafür gibt für diese, als Oberbegriff, als Gattungsbegriff für diese drei Bücher gibt es einen schönen griechischen Begriff Dystopie. Anstelle einer Utopie, die ja potenziell positiv konnotiert ist, redet man hier von Dystopien. Ich weiß nicht, kennen Sie diese Bücher? Also 1984, hat das jemand gelesen, gesehen irgendwie? Nicht gesehen, gelesen? Also gehört, würde ich sagen, gehört schon zu dem, was man vielleicht doch mal gelesen haben sollte. Wie heißt das auf Deutsch? Brave New World? Schöne neue Welt heißt es auf Deutsch, nicht? Auch. Und die Zeitmaschine ist auch. Da gab es vor einigen Jahren eine Neuverfilmung von der Zeitmaschine, nicht? Und da geht es eigentlich gar nicht um die Technik, sondern um diese dystopische Gesellschaft im Jahr 800.000 irgendwas. Gut. So, und dann können wir Sachen dazu schreiben. Buch aus dem 19. Jahrhundert. X ist ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Wenn X hier, das kennen wir schon, das sind Variablen, deren Wert uns nicht interessiert, deshalb benennen wir den nicht, sondern die sind eben symbolisch benannt mit dem Underscore als als Variablennamen. Letztendlich ist es ja eine Variable und der hier ist benannt, weil wir den nämlich verwenden wollen, dass er nach, also ab 1800 und echt vor 1900 ist. Und hier mit dem Struct können wir das Ganze noch anders, hoffentlich einfacher schreiben. Ein Buch mit Jahr Y mit diesen Eigenschaften. Sie erinnern sich, eine Prolog-Klausel, eine Regel sieht so aus, wenn das alles gilt, dann ist das true. Und hier, das Komma hier zwischen den einzelnen Prädikaten ist für Verstehen als und. Und zwar ausgewertet von links nach rechts. Wenn das gilt, wenn x sich darstellen lässt, so mit einem y, und wenn y das gilt und wenn für y das gilt. Und genauso hier, wenn x sich darstellen lässt durch y in der Form und wenn für y das gilt und für y das gilt. Und dann können Sie zum Beispiel solche Anfragen stellen. Anfragen sind auch hier wieder, auf dieser Folie natürlich nur ein Beispiel dafür, das könnte auch ein Zwischenergebnis in einer Auswertung der Wissensbasis sein, dass wir nach einem Buch suchen mit Jahr 1984 und Titel, Erscheinungsjahr 1948 und Titel 1984. So, das ist natürlich nur syntaktischer Zucker. Das ist in Prolog bzw. Eclipse natürlich nichts anderes als in jeder anderen Sprache auch. Wenn man es genau nimmt, dann ist auch das Konzept mit Klassen und Attributen und Public, Private und Vererbung nur syntaktischer Zucker. Man käme auch ohne aus. Es hat natürlich seine wichtigen Bedeutungen, aber es ginge auch ohne. Man könnte auch ohne jeden Verlust sowas ersetzen durch was anderes. Hier zum Beispiel ein Punkt ist, man braucht nicht sich Gedanken zu machen über die Reihenfolge der Argumente, und was wir auf der nächsten Seite sehen, man kann auch Prädikaten denselben Namen haben, aber nicht unbedingt dieselbe Arität und die gleich behandeln in Anfragen. So zum Beispiel, wir haben einmal ein Struct Buch, nur mit Titel und Jahr. Ja, also das greift ein Problem auf, was man zum Beispiel bei
bei Metadaten von Literatur tatsächlich hat, bei Bibliografien, Entschuldigung, dass man für die einzelnen Dokumente, Bücher zum Beispiel, unterschiedlich viel und unterschiedlich geartete Metainformationen hat. Für manche hat man nur sehr wenig Metainformationen, nur wenige Rubriken gefüllt und für andere wiederum sehr viel. Und das unter einen Hut zu bringen, das geht hier ganz einfach, indem Sie zum Beispiel sagen, ein Buch kann Titel und Jahr enthalten, als Minimum. Ich fabuliere mal, vielleicht ist das auch falsch, vielleicht ist Titel und Autor oder vielleicht nur Titel als Minimum, wenn Sie weder das Jahr noch den Autor wissen, beziehungsweise es gibt ja auch Dokumente, die haben keinen designierten Autor und auch keine designierte Autorenliste, denken Sie an technische Spezifikationen. Und Sie können also diese zwei Arten von Structs beispielsweise haben und können sagen, Buch ist ein Struct, also es gibt ein Buch, das passt, die Struktur passt hier drauf und hat diesen Titel und dieses Erscheinungsjahr. Und dann gibt es ein anderes Buch, das passt hier drauf, die Struktur passt hier drauf und hat eben diesen Titel, diesen Autor und dieses Erscheinungsjahr. Und hier nochmal als ein weiteres Beispiel etwas, was auf den ersten Punkt passt. So, und dann können Sie unterschiedslos Bücher aus dem 20. Jahrhundert abfragen, weil Sie ja hier nur diese With-Syntax haben, anwenden müssen. Und da sehen Sie, das ist vollkommen egal, ob das Buch jetzt so strukturiert ist oder ob es so strukturiert ist. Wir greifen auf das Jahr zu. Und bei so strukturierten Büchern ist es halt dieses Jahr, dieses Slot, dieses Attribut. Und bei so strukturierten Büchern ist es dieses Attribut. Ja, ununterscheidbar. Eine sinnvolle Sache sicherlich. Schleifen, oh, das ist traurig. Das ist ein trauriges Thema. Ja, bitte? Wenn Sie am Auto interessiert sind. Naja, wenn Sie nur an Büchern interessiert sind, wo der auch der Autor mit verzeichnet ist, dann geben Sie hier Autor an und dann werden die allen, wo der Autor nicht drin ist, überblättert, übersprungen. Was ja eigentlich das ist, was man möchte, ne? So. Ja, wenn wir in die algorithmische Modellierung gehen, da wird man irgendwo zu dem Punkt kommen, dass man so ganz mit Schleifen oder mit ohne Schleifen nicht zurechtkommt. Sie kennen das doch mit ohne, nicht? Kaffee mit ohne Milch oder so, die Formulierung. Ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Dialektform ist oder ob das jetzt allgemein im Sprachgebrauch, im deutschen Sprachgebrauch ist. Dass man doch irgendwie mal über die verschiedenen Elemente einer Menge dann doch etwas aus, sagen wir mal so, nicht iterieren will. Natürlich, im Hintergrund wird da iteriert, im Hintergrund wird da eine echte Schleife ausgeführt, was denn auch sonst. Aber im Vordergrund zunächst einmal, wenn das weiterhin ein Prädikat. Ich verstehe nicht, warum hier das Schlüsselwort du eingeführt worden ist, denn das ist ja eigentlich kontraproduktiv, das Schlüsselwort du hier zu verwenden, weil es ja genau das aussagt, was man eigentlich nicht möchte in deklarativen Sprachen, nämlich zu sagen, was hier getan wird. Und so, glaube ich, muss man das auch nicht verstehen, dass man sagt, hier wird was getan. Das ist ein Prädikat. Das Ganze ist ein Prädikat. Na, warum kann ich das nicht an? So kann ich es ansprechen, an unterlegen.
Das ist ein Prädikat, das wahr ist, wenn der Preis für alle Bücher aus dem Jahr 2005 unter 20 Einheiten ist, 20 Euro oder was auch immer. So ist dieses for each zu verstehen, mit zwei, erst einmal mit normaler Syntax für Prädikate, wie wir das gesehen haben, noch mit dem dazu. Hat man offensichtlich als wichtig genug empfunden, um da noch weiter wegzukommen von der eigentlichen Idee von Prolog. Hier dieses Prädikat, ich glaube, den Namen, den ich diesem Prädikat gegeben habe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber, den Namen selber gewählt habe oder ob ich den von aus irgendeiner Quelle hergenommen habe, der ist nicht besonders gut sprechend, dieser Name. Was die Semantik dieses Prädikats ist, ist, das Ganze ist wahr, wenn das dieselbe Liste ist wie das, nur es in beiden Listen sind die Elemente als Zahlen zu interpretieren, sind alle Elemente als Zahlen zu interpretieren und so, dass das die Elemente, die Listen sind gleich lang und das Element in L2 an der Position i ist genau 1, ja, ist ein, genau 1 größer als das Element hier in dieser Position. Das sehen Sie hier, hat man sich auch ein wenig verkünstelt, dass man über beide Listen sozusagen gleichzeitig geht, dass man hier so etwas wie eine Pipeline eingeführt hat, obwohl es formal, syntaktisch zwei verschiedene Prädikate sind, die noch mit und verbunden oder getrennt sind. Ich weiß nicht, ob man da besser verbunden oder besser getrennt sagt. Und x soll L1 durchlaufen, y L2 und das soll jeweils an jeder Position gelten. Bedeutet natürlich wieder, wenn ich beispielsweise L1 eingebe, als eine konkrete Liste, eine Listenkonstante und L2 als Variable hernehme, dann wird darin genau die Liste konstruiert, sodass das passt. Liste gleicher Länge und also unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Elemente hier als in L1 als die Konstanten als Zahlen interpretierbar sind. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wenn es nicht als Zahl interpretierbar ist, glaube ich, kommt 0 heraus als Wert oder so etwas. Weiß das jemand aus Prolog-Erfahrung? Gut, also gebe ich hier wieder mal zu, weltöffentlich, so wie es in YouTube hochgeladen ist, dass ich da wieder keine Ahnung habe, wovon ich da eigentlich rede. Kann ich mitleben. So. Gibt es dazu noch was Großartiges zu sagen? Ich denke nicht, wenn Sie nicht noch was haben. Hier hat man auch noch, ich glaube, es ist das letzte Prädikat, noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz mit Schleifen durch. Hier ist ein Beispiel dafür, hat man auch die Notwendigkeit gesehen für algorithmische Modellierung und Vergleichbares, also für die Lösung algorithmischer Probleme, dann doch Listenstrukturen einzuführen. Wir wollen hier das Produkt der Elemente einer Liste berechnen. Ja, die Elemente der Liste sind wieder Zahlen. L ist die Liste und Prot soll ein Zahlenwert sein, der das Produkt der Werte in dieser Liste angibt. Das heißt also, der typische Verwendung dieses Prädikats ist, wir geben hier eine Listenkonstante ein mit Zahlen und hier ist eine Variable und diese Variable soll, da wird dann halt das Produkt drin stehen. So. Wir gehen jetzt also durch die Liste durch und da passiert etwas mit den einzelnen Listenelementen. Das ist eine Sache, da habe ich, muss ich gestehen, lange gebraucht, bis ich glaubte, verstanden zu haben,
was das bedeutet. Ich glaube, immer noch verstanden zu haben, was es bedeutet. Bis jetzt hatte ich noch nicht den Grund, mein Verständnis in Zweifel zu ziehen. So, was hier steht ist, das können Sie sich dann doch irgendwie, auch wenn es nicht der reinen Lehre entspricht, können Sie sich das doch als eine Schleife im normalen imperativen Sinne vorstellen. Und zwar, Sie haben eine Schleife, in der ein Wert sich immer von Iteration zu Iteration verändert. So wie Sie ganz normal eine Schleife implementieren würden, um das Produkt einer Menge, wie hier der Elemente einer Liste, zu berechnen. So, und die Logik ist die, dieser Wert, den Sie in dieser Schleife berechnen wollen, wird initialisiert mit dem ersten Parameter. 1, das ist das, was Sie machen würden, nicht? Das neutrale Element der Multiplikation. Damit initialisiert man den Wert, wo am Ende das gesamte Produkt draufsteht. Das ist eben das, was am Ende herauskommen soll. Und das hier sind Benennungen dieses Wertes innerhalb einer Iteration. Und zwar, wenn Sie in einer Iteration sind, dann steht in der vorhergehende, also vor dieser Iteration berechnete Zwischenwert, also das Produkt, das bis dahin berechnet worden ist. Und in out soll dann das Ergebnis dieser Iteration stehen. Und das sehen Sie auch hinten. Out ist x mal n. X ist aktuelles Element der Schleife. Und genau das würden Sie machen. Und der Punkt ist der, das, was in out steht, in einer Iteration, steht dann in int, in der nächsten Iteration drin. Also Sie sehen, es ist schon interessant. Eigentlich ist das ein gutes Fallbeispiel, mal jenseits von der algorithmischen Modellierung, wenn man versucht, ein bestimmtes Programmierparadigma in eine Welt zu verpflanzen, für die dieses Paradigma nicht geschaffen ist. Ja, Sie haben genau umgekehrte Probleme. Sie können in deklarativen Sprachen, listenverarbeitenden Sprachen, Sachen ganz toll ausdrücken, wo Sie beispielsweise in Java oder C++ mit diesen blöden Klassen aus der Standardbibliothek umständlich herumhantieren müssen, beziehungsweise dann sogar mit Pointern in der nackten Datenstruktur dann herumhantieren müssen. Ja, so ist es natürlich, hat jede Sprache so ihre Domäne, wo sie die anderen Sprachen nach anderen Programmierparadigmen abhängt. So, noch ein Beispiel, das ist hoffentlich, ja, das ist im Prinzip das letzte Beispiel, eine Liste umzudrehen. Eben haben wir einen numerischen Wert berechnet mit from_to. Jetzt ist die Logik, reverse ist wahr, genau dann, wenn in L2 die umgedrehte Liste von L1 ist. Also wir haben, hatte ich glaube ich nicht bisher überhaupt erwähnt, wir haben in so einer Sprache wie Prolog gar keinen Unterschied zwischen Objektidentität und Wertidentität, wir haben nur Wertidentität. Wir haben nicht in dem Sinne Objekte. Also in beispielsweise in Java können Sie ja Test auf Gleichheit mit doppeltem Gleich auf einem Klassentyp ergibt ja Test auf Objektidentität. Ja, true kommt heraus, wenn die beiden Objekte dieselben sind, wenn die beiden Variablen, auf die der Operator gleich angewandt wurde, auf dasselbe Objekt im Speicher verweisen. Und wenn Sie Wertidentität haben wollen, dann müssen Sie Methode equals von Object vererbt oder überschrieben hernehmen, was Ihnen dann sagt, dass diese beiden Objekte wertgleich sind.
Und diese Unterscheidung haben sie gar nicht. Sie haben gar keine Objekte, sie haben nur Werte. So dass wir hier gar nicht, das war der Punkt, wie ich darauf zu sprechen kam, so dass sie hier gar nicht sich die Frage stellen müssen, ob die letzten Elemente ob die Listen die gleichen Objekte enthalten oder nicht. Sie enthalten einfach die gleichen Werte. Was anderes gibt es gar nicht. So, wieder durch die Liste durchgehen. Und Sie sehen jetzt den Unterschied. Was hatten wir hier? Eins war das neutrale Element der Multiplikation, Eingabe, Ausgabe einer Iteration und Endergebnis, in dem Fall wirklich Endprodukt. Hier neutrales Element der Listenbildung, die leere Liste. In Out wieder dasselbe wie vorher. L2 ist das Endergebnis und wir hängen halt immer, wir gehen hier alles durch, von vorne nach hinten und hängen das jeweils vorne an und kriegen damit natürlich genau das Ergebnis heraus, dass sich alles umdreht. So, gibt es hier etwas Wichtiges zu sagen? Ich denke nicht. Ja. Ach so, vielleicht noch der Punkt dazu, dieses In und das Out, die sind nur lokal. Ja, sie können nicht außerhalb dieses Prädikats auf In und Out zugreifen. Hatten wir bis jetzt noch nicht gesehen. Während das letzte Argument, was ja das Endergebnis enthalten soll, das muss natürlich global sein, denn wenn es nicht global wäre, dann könnten wir es ja gar nicht hier auf der linken Seite der Regel haben. Also das muss global sein, ist es auch. Gut. Und wegen dieser Lokalität sieht das Ganze nach draußen aus wie ein normales Prädikat, nicht? Weil das, was so ein bisschen den imperativen Charakter reinbringt, dieses In und Out, das ist lokal, das ist nicht nach außen sichtbar. Nach außen hin sieht das Ganze immer noch deklarativ aus. Param vergessen wir. Ich weiß nicht, warum ich das hier eingebracht habe. Ja, noch ein Sündenfall. Wenn Sie sich überlegen, wie viel Sie in OPL mit Arrays herumhantieren müssen bzw. wollen, eindimensional oder zweidimensionalen Matrizen oder was auch immer, dann ist schon klar, wir wollen Arrays haben. Kann man auch einfach angeben, ein Array mit 10 Elementen und Namen A, ein Array namens B, eine Matrix in Wirklichkeit mit 10 und 20 Elementen. Und hier fangen wir an mit 1 immer. Im Gegensatz zu Java, C und C++ in OPL, wie war das da? Da konnte man den Indexbereich frei wählen, nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, konnte man frei wählen. Und hier fängt es halt immer mit 1 an, schön wie in mathematischer Notation. Also Vektoren in der Mathematik oder Matrizen, die Indizes wird man per Konvention in jedem Mathematiklehrbuch mit 1 beginnen lassen. So, wir sind das immer noch nicht ganz fertig. Das haben wir schon gesehen. Weiß ich nicht, warum das jetzt noch mal. Ach so, vor jetzt. Ja. Noch ein Schritt weiter, dass Sie da jetzt wirklich fast eine Zählschleife haben. Einen Index 1 von 1 bis n. Und gehen das durch, wobei sie diesen Index der Zählschleife in dem Fall gar nicht brauchen. Und sortiert Prädikat mit 10 ein Array mit 10 Elementen. Für so Arrays mit 10 Elementen gehen sie mit Zählschleife durch und gucken jeweils, ob das sortiert, ob die Reihenfolge eingehalten ist, wobei die beiden Indizes sich um 1 unterscheiden. Also gehen Sie mal davon aus,
dass ich hier bei diesen Folien, wo wir jetzt gerade sind, dass ich nicht pingelig bei der Prüfung sein werde, sondern vielleicht nur eine kleine Idee abfragen werde, worum es überhaupt geht, und nicht pingelig beispielsweise dabei sein werde, überhaupt nicht, dass sie das alles hier syntaktisch richtig hinbekommen. Ja, das macht keinen Sinn, nicht? Das ist nicht der Sinn dieser Lehrveranstaltung und dieser Prüfung. So, Bibliotheken gibt es auch. Sie können zum Beispiel eine Wissensbasis zu einer Bibliothek, zu einem Modul machen. Das ist dann eben vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit einem Package in Java. Weiß ich nicht, ob das so richtig vergleichbar ist. Aber das mit diesem Modul, damit geben Sie dem einen Namen, womit Sie diese Wissensbasis außerhalb ansprechen können, und sagen zum Beispiel ganz konkret außerhalb ansprechen, können Sie dieses Prädikat mit Arität 2, mit zwei Parametern. Und dann können Sie hier in dieser Wissensbasis natürlich dieses Prädikat mit zwei Parametern implementieren. Sie können anderswo diese Funktionalität in einer anderen Wissensbasis dann importieren mit dem Namen dieses Moduls. Also Bibliothek und Modul ist nach meinem Verständnis dasselbe. Oder Sie können auch, anstatt hier alles zu importieren, können Sie auch ein einzelnes Prädikat mit gewisser Arität. Ja, ein Prädikat kann ja verschiedene Aritäten haben. Sie müssen schon angeben, welche Arität Sie importieren wollen. Und wenn Sie mehrere Aritäten, Prädikat mit mehreren Aritäten importieren wollen, müssen Sie dementsprechend natürlich auch angeben. Und das von irgendeinem anderen Modul, was auch immer. Und dann können Sie zum Beispiel hier, wenn das hier aus dem ersten Modul kommt, können Sie das verwenden. Wenn das hier haben Sie Prä 2 mit Arität 2 aus dem anderen Modul, oder Sie können das auch direkt spezifizieren mit Modulnamen und Prädikatnamen. Und die Arität ergibt sich natürlich dann in dem Fall aus der Verwendung mit zwei Parametern. Ja, so ähnlich wie Sie Package-Prinzipien in Java haben oder Namespaces in C++. Also es ist etwas, was man eigentlich in jeder Sprache gerne haben möchte, und irgendwann kommt man dahinter, dass man das dann eben doch mal nachbilden muss. So, das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu erklären, das habe ich erklärt. Dann gibt es jetzt natürlich für den Bereich mathematische, algorithmische Sachen schon vordefinierte Bibliotheken, hier etwa diese Bibliothek beispielhaft mit Intervallarithmetik. Ich weiß nicht, ob Ihnen Intervallarithmetik bekannt ist. Kennen Sie die Intervallarithmetik? Das ist die Idee. Wir haben ja das Problem, wenn wir numerisch rechnen wollen, dass wir numerische Ungenauigkeiten haben. Und die Idee ist dann eben nicht, einen bestimmten Wert zu verwalten, der entsprechend numerisch ungenau ist durch Berechnungen, sondern ein Intervall, in dem der wahre Wert liegt. Mehr ist das eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine naheliegende Idee. Und gut, enthält noch notwendigerweise ein paar andere Sachen, die man dafür braucht. Zum Beispiel, ob das x sich als ganze Zahl interpretieren lässt. Es sind ja alles nur Strings in Prolog, nicht? Was anderes als Strings haben wir nicht. Ob sich dieser String als ganze Zahl interpretieren lässt oder als reelle Zahl. Aber dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man so braucht oder die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber gerne haben möchte. Gleichheit, Ungleichheit, Vergleiche und so weiter und so fort. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nichts Großartiges zu sagen. Bei reellen Zahlen
kommt dann eben die Intervallarithmetik zum Tragen, die sagt, wenn sich diese beiden Grenzen überlappen, dann können wir davon ausgehen, von x und y, dann können wir davon ausgehen, dass sie gleich sind, sonst ungleich und so weiter und so fort. Sie vergleichen hier immer Intervalle, inwieweit die sich überlappen oder inwieweit die auseinander sind. X kleiner y zum Beispiel, wenn wir beide Werte x und y nur auf ein Intervall bestimmen, auf ein Intervall genau bestimmt haben, dann heißt x kleiner y natürlich, dass das ein Intervall echt vor dem anderen Intervall auf dem Zahlenstrahl ist. Und so weiter. Und natürlich endlich auch mal die Boolschen Operatoren. In wieder anderer syntaktischer Form, als Sie sie woanders gesehen haben. Und hier sehen Sie jetzt das Beispiel für Intervallarithmetik. Mit B-Real statt Reals, wie wir es eben hatten. Und Sie sehen dann zum Beispiel hier, wie das aussieht. Man fragt ab die 2, ganze Zahl, als Intervallarithmetik-Zahl und davon die Quadratwurzel, bekommt man dann eben ein solches Ergebnis, wo sie ein Intervall rausbekommen. Und was sie wissen ist, dass die wahre Zahl Square Root Quadratwurzel von 2 in diesem Intervall drin ist. Das Ganze ist natürlich auch nicht Intervallarithmetik, habe ich jetzt hier nur als Beispiel genommen. Das Ganze ist natürlich auch nicht der Stein der Weisen, denn wenn Sie numerisch instabile Berechnungen haben und dahinter letztendlich doch wieder nur ein eingebauter Datentyp wie beispielsweise Double steht, dann heißt das ganz konkret, dass diese Intervalle immer weiter wachsen und dann irgendwann so breit sind, dass sie keine vernünftige Aussagekraft mehr haben, wo jetzt der reale Wert eigentlich ist. Also aus dem Grundproblem der numerischen Berechnungen, der numerischen Ungenauigkeit, kommt man auch damit nicht wirklich hinaus. Es sieht bloß ein bisschen irgendwie zuverlässiger aus, nicht? Also man weiß, in welchem Bereich das ist und hat nicht nur eine Zahl, die wahre Zahl approximiert, ohne dass man so genau weiß, wo man da ist, wie weit man davon weg ist. Gut. Intervallarithmetik brauchen wir hier jetzt auch nicht weiter durchgehen. Ach genau, B-Real steht für Bounded Reals. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wofür steht das? Bounded Reals. Hier ist nochmal alles so ein bisschen aufgeführt, was eine arithmetische Operation in der Intervallarithmetik bedeutet, in Addition, Subtraktion und so weiter, dass das Ganze auf den Intervallgrenzen natürlich passiert und die Vergleichsoperatoren sind dann entsprechend schauen sich entsprechend den Overlap der Intervalle an. So, jetzt zum Schluss. Jetzt kommen wir eigentlich wirklich zur algorithmischen Modellierung, nämlich wie sieht die typische Struktur aus? Lesen Sie irgendwelche Module ein, die Sie gut gebrauchen können oder auch nicht. Und die Struktur sieht im Prinzip immer so aus. Wir wollen das Problem lösen mit einer Liste von Variablen, die wir hineingeben. Das, was in OPL dann in der Input-Datei drin ist, also in der zweiten Input-Datei. Sie haben ja einerseits die Spezifikation als eine Input-Datei für den Löser und dann haben Sie noch die Daten in einer zweiten Input-Datei. Dann geben Sie ein Prädikat an, das zur Initialisierung der Daten aus den notwendig ist und initialisieren irgendwie aus den Daten und den Variablen die Nebenbedingungen. Da steckt dann die Logik drin, was für Nebenbedingungen sie eigentlich haben. In diesem Prädikat
Also dieses Prädikat hängt dann natürlich von anderen Prädikaten ab, wo dann die Nebenbedingungen spezifiziert sind. Und hier ist jetzt dieses Prädikat Labeling, da steckt dann ein Lösungsalgorithmus dahinter. Hier würde man typischerweise dann einen echten Löser dazu schalten, der dann aus den Variablen, also hinter allem dreien steckt, sollte derselbe Löser stecken, den man dann eben aus der vorhergenommen hat. Habe ich ein Beispiel dafür? Genau. Sie lesen was ein, Sie nehmen hier ein spezifisches Modul, so rum ist die Logik. Sie lesen hier ein Modul ein, Sie importieren ein Modul und da sind dann schon dieses Modul enthält, dahinter steht praktisch ein Löser und da sind dann diese Prädikate schon definiert und Sie rufen die dann nur mit den entsprechenden Variablen, Daten und so weiter auf und je nachdem, was Sie für ein Modul einlesen, zum Beispiel hier lineare Optimierungsprobleme lösen oder ganzheitliche lineare Optimierungsprobleme lösen oder andere Algorithmen, Branch and Bound, wenn es interessiert, in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen in jedem Wintersemester behandeln wir diesen Algorithmus und ja, je nachdem, was da für ein Löser drinsteckt, sind diese drei Prädikate in der Bibliothek in diesem Modul implementiert. Da will ich nicht weiter drauf eingehen, wie sowas aussehen könnte. Das wäre eigentlich auch Aufgabe der Optimierungsalgorithmen. So, damit sind wir, 25 Minuten vorm offiziellen Ende fertig mit dieser Vorlesung. Ich möchte noch ein paar Minuten dazu verwenden, um für Sie hier in diesem Hörsaal und für alle, die dann die YouTube die Aufnahme auf YouTube hören, sehen, noch ein paar Worte zur Prüfung sagen. Mündliche Prüfung hatten wir ja geklärt. Das sind aber Dinge, die ich auch mit jedem Teilnehmer dann am Ende der Abnahme der Übungsaufgabe auch durchaus nochmal diskutieren, aber es kann nicht schaden, das nochmal redundant zu alles zu sagen. Sie kommen zu dem vereinbarten Termin in mein Büro. Wenn nichts anderes, kein anderer Raum angegeben ist, aber bis jetzt ist noch nie ein anderer Raum angegeben worden, warum auch? Also Sie, bei mir lösen Sie nicht vorher im Sekretariat irgendwelche Aufgaben und kommen dann mit Ihren Lösungen zu mir rein und wir reden über diese Lösung, sondern Sie kommen direkt zu dem vereinbarten Termin in mein Büro, dürfen auch gerne anklopfen, wenn die Tür zu ist. Also wenn die Tür nicht natürlich, wenn die Tür abgeschlossen ist, bringt es Ihnen natürlich nicht, aber wenn sie halt so geschlossen ist, können Sie gerne versuchen zu schauen, ob ich schon Zeit habe. Und wir sitzen dann zu dritt mit einem Beisitzer. Der Beisitzer wird erstmal von Ihnen die Personalien aufnehmen. Das heißt, Sie bringen bitte Lichtbildausweis und Studierendenausweis mit. Sie unterschreiben auf dem Protokoll, auf dem Prüfungsprotokoll, dass Sie keinen Attest bringen werden. Hinterher, falls Ihnen die Note nicht gefällt, soll ja mal vorkommen, dass einem die Note nicht gefällt. Und wenn das fertig ist, dann werde ich das Gespräch mit Ihnen beginnen und der Beisitzer wird Protokoll führen. Und das Gespräch wird in der Regel 30 bis 45 Minuten bei mir dauern. Wir werden so vielleicht in der Größenordnung eine halbe Dutzend verschiedener Themen aus der Vorlesung ansprechen. Ich denke, das wäre so ungefähr die Größenordnung, die man typischerweise ansprechen an Themen. Also Sie sehen schon, irgendwie auf Lücke lernen ist wahrscheinlich doch ziemliches russisches Roulette. Wenn das Gespräch, irgendwann werde ich dann sagen, das Gespräch ist beendet. Ich darf Sie bitten, kurz draußen zu warten, damit wir uns besprechen können.
Sie gehen dann also kurz raus, können alles da lassen, wenn sie uns vertrauen, dass wir nichts klauen. Und dann hole ich sie wieder rein, teile ihnen das Ergebnis mit und erläutere das Ergebnis und dann ist die Prüfung beendet. Das Ganze wird weniger als eine Stunde dauern insgesamt. So, in dem Gespräch, das Gespräch geht, denke ich, einigermaßen locker ab. Sie können gerne was zu trinken mitbringen. Sie dürfen natürlich auch zwischendurch trinken, logisch. Sie dürfen gerne mal ein bisschen kurz nachdenken. Sie müssen nicht immer aus der Pistole geschossen antworten. Natürlich, wenn Sie bei jeder Frage erstmal 2 Minuten nachdenken, dann ist das schlecht. Aber so ein bisschen nachdenken und sich sammeln ist auch natürlich okay. Wenn Sie irgendwas erzählen, und irgendwas Falsches sagen oder falsch abbiegen oder was auslassen, dann ist das überhaupt kein Beinbruch. Es wird nicht jedes Wort von Ihnen, vom Beisitzer und von mir auf die Goldwaage gelegt, sondern ich werde dann nachfragen und wenn Sie sich dann gesammelt haben, nochmal nachgedacht haben und was Sinnvolles gesagt haben, dann werden der Beisitzer und ich das so bewerten, als ob Sie es gleich richtig gesagt hätten. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, jedes Mal, wenn irgendwas Falsches rausrutscht, dass das dann gleich negativ zu sehen ist, dass dann gleich der Notenticker 1 runtertickt. Das wird nichts sein. Was da noch zum Ablauf? Ja, Sie können jederzeit Stift und Papier zur Hand nehmen, müssen das aber nicht. Es gibt manche Prüflinge, die nehmen nicht ein einziges Mal den Stift zur Hand, sondern erzählen mir alles mündlich, was sie zu sagen haben. Andere schreiben mir den ganzen Block leer, das ist auch okay. Wir haben genug Papier, also das kriegen sie nicht hin, da ans Ende zu kommen, wie sie das halt wollen. So, zum Ablauf ist damit, glaube ich, alles gesagt. Zu meiner Frageweise, also richten Sie sich bei mir darauf ein, dass ich ein Thema anspreche, einfach in der Form. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das letzte Thema Eclipse. Wir hatten in der Vorlesung das Thema Eclipse als Erweiterung von Prolog. Erzählen Sie doch mal. Naja, Sie sind dann ideal auf der 1-0-Schiene, wenn Sie dann ein kurzes Referat ohne Unterlagen zu dem Thema halten können. Also wenn Sie zu viel erzählen, werde ich Sie ein bisschen bremsen. Macht nichts. Wenn Sie so wenig erzählen, werde ich ein bisschen nachfragen. Macht auch nichts. Einfach los erzählen. Strukturiert mit Hand und Fuß unter korrekter Verwendung der Fachterminologie, versteht sich. Wie gesagt, wenn Sie was Falsches sagen oder falsch abbiegen oder etwas Missverständliches sagen oder etwas vergessen, werde ich nachhaken und dann antworten Sie hoffentlich etwas Sinnvolles und dann ist es so, als ob Sie es gleich was Sinnvolles gesagt hätten. Ja, für gute bis sehr gute Note sollten Sie sich keine Lücken erlauben. Das bedeutet auch die paar Beweise, die hier vorkamen, sollten Sie nicht überspringen und Sie sollten auch die Fallbeispiele, die wir haben, wirklich als Teil des Vorlesungsstoffes verstehen. Ja, also am Anfang hatten wir beispielsweise Reduktion von Problemstellungen auf die Situation, das Szenario von Dijkstra. Ja, da sollten Sie die ganzen Fallbeispiele, die wir da hatten, natürlich nicht auslassen, wie DNA-Sequenzvergleich und Absatzformatierung und so weiter und so fort, sondern das ist ja sozusagen der Kern des Ganzen. Ja? Nicht einfach nur denken, ah ja, so und so, das und das versteht man unter einer Reduktion eines Problems auf ein anderes Problem und dann weiß ich es, sondern natürlich sind die Fallbeispiele wichtig. Dort, wo es sich anbietet, kann es durchaus auch passieren, dass ich dann von dem Vorlesungsstoff auf Übungsaufgaben übergehe, dass ich sage, zum Beispiel, also wir haben es gerade mit irgendjemandem und dass ich sage, zu dem Thema gab es doch eine Übungsaufgabe, in der Sie das und das machen sollten. Erzählen Sie doch mal. Kann also auch passieren. Sogar sehr wahrscheinlich, je nach Thema. Die Übungsaufgaben schließen sich ja alle thematisch
an die einzelnen Themen der Vorlesung direkt an. Da bietet sich das an vielen verschiedenen Stellen an. So, ja, worauf ich natürlich hinweisen möchte, dringlich hinweisen möchte, ist das Video Prüfungsvorbereitung. Das finden Sie bei mir in der Videothek Algorithmik in YouTube oder auch auf Open Learnware von der TU Darmstadt. Einfach Prüfungsvorbereitung und Weihe müsste das eigentlich auch auf Open Learnware sofort ergeben. Kann ich Ihnen nur dringlich ans Herz legen. Ich musste schon einigen Prüflingen nach der Prüfung bei der Erläuterung der Note sagen, ja, Sie haben sich das Video vielleicht angeschaut, aber Sie haben es nicht beherzigt und das war sehr schade für Ihre Note. Und in einzelnen wenigen Fällen musste ich auch sagen, ja, das ist sicherlich ein wesentlicher Grund, warum Sie nicht bestanden haben. Zum Glück in nur wenigen Fällen. Und bis jetzt hat bei mir noch nie jemand in den weiterführenden Veranstaltungen endgültig nicht bestanden. Und ich gedenke, das meine zu tun, damit das auch nicht passieren wird. Also nicht im Sinne von, ich schenke Ihnen das dann, das natürlich nicht, sondern ich gucke, dass Sie dann, wenn sich beim ersten Mal herausstellt, dass das nicht geklappt hat, dann gucken wir zusammen, wie es dann beim zweiten Versuch dann hoffentlich besser klappt. So, jetzt habe ich eine ganze Menge dazu gesagt, eigentlich alles, soweit ich sehe, was ich zum Thema mündliche Prüfungen bei Weihe sagen möchte und was ich auch im Anschluss an die Abnahme der Übungsaufgaben immer gerne sage. Gibt es spontan Fragen zum Thema mündliche Prüfungen, also zum Ablauf, zu meiner Frageweise und so weiter? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir mit dem Thema mündliche Prüfungen durch, wir sind mit dem Termin für heute durch und wir sind mit der Lehrveranstaltung für heute durch und ich bin auch mit den Vorlesungen dieses Semesters für heute durch, denn donnerstags ist mein letzter Vorlesungstag. Ich möchte allen Leuten, die hier sind und die heute nicht hier sein konnten, herzlich danken für ihr Interesse. Also, dass das Interesse durchaus nicht klein ist, das sehe ich an der großen Zahl von Leuten, die doch die mündliche Prüfung absolvieren wollen in algorithmischer Modellierung in diesem Semester, beziehungsweise auch in späteren Semestern. Ich habe jetzt auch in diesem Semester eine ganze Menge Anmeldungen vom letzten Semester von effiziente Graphenalgorithmen, Optimierungsalgorithmen. Also ich gehe davon aus, dass auch zur algorithmischen Modellierung es dann Anmeldungen im nächsten Wintersemester gibt, die ich also jetzt noch nicht sehe. Also ein gewisses Interesse am Thema ist da, was mich sehr freut. Und hier bleibt es mir nur noch dann Ihnen allen eine schöne Pause zu wünschen, vorlesungsfreie Zeit, hoffentlich mit einer gewissen Balance zwischen Prüfungsstress und Freizeit oder sonstigen, was immer man außerhalb der Prüfungsstressperioden dann so noch machen kann. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in den Abnahmen und in der Prüfung. Bis dann.